Die U19-Junioren des VfB Stuttgart sind Pokalsieger 2019. Daniel Teufel, Trainer des VfB, traf auf Alexander Blessin, den Trainer der U19-Junioren von RB Leipzig. Die Leipziger in weißen Trikots, Stuttgart mit Lockel und Hottmann mit der ersten großen Chance im Spiel in der 37. Minute. Der erste Durchgang, sehr geprägt durch konzentrierte Defensivarbeit, kaum Chancen, aber dann auch die erste gute Gelegenheit für die Leipziger. Doppelchance für den Norweger Holm. Aber Stuttgart konnte doppelt blocken. Erst durch Mack und dann durch Torhüter Hornung. Zur Pause 0:0. Kevin Kurani 2001 mit Stuttgart U19 Pokalsieger. Das war der letzte Titelgewinn für die Stuttgarter. Und dann das erste Tor im Spiel. Egloff, der Jüngste auf dem Platz, der einzige 16-Jährige, traf in der 50. Minute zum 1:0. Egloff erst in der Winterpause hochgerückt von den U17-Junioren und jetzt Torschütze. Dann die Antwort. Talabidi auf Mekonnen. Da ist der Ausgleich. 57. Minute. Mekonnen, Deutsch-Angolaner in Leipzig geboren, nach toller Flanke von Talabidi. Torschütze zum Ausgleich. 1:1, alles wieder offen, aber dann legte wieder Stuttgart zu und dann kam wieder Egloff. Bedient von Hottmann. Gute Chance, aber kein Tor dieses Mal durch den frechen 16-Jährigen. Aber seine nächste Szene sollte kommen. Betzner. Und da ist wieder Egloff im zweiten Anlauf, machte ihn rein in der 67. Minute. Unfassbar, der 16-Jährige schnürt unter 17, 18 und 19-Jährigen seinen Doppelpack zum 2:1. Die Uhr tickte gegen Leipzig. Der VfB knapp mit 2:1 vorne. Na klar, Daniel Teufel nervös an der Linie. Dann Lockel auf Dayaku. Freie Bahn für den Stuttgarter Stürmer. Aber er macht den Deckel nicht drauf. In der 87. Minute im Meisterschaftshalbfinale gegen Wolfsburg hatte er getroffen. Hier aber nicht. Die letzten Sekunden und noch eine Riesenchance für Stuttgart. Hottmann frei durch. Torwart Müller nicht mehr im Kasten. Aber er vergibt diese Chance. Aber es war ihm am Ende wurscht und allen anderen Stuttgartern auch. Denn sie brachten das Spiel ins Ziel und sie holten den Pokal. Der VfB Stuttgart erstmals U19-Pokalsieger seit 18 Jahren. Da ist das Ding. Und die Chance zum Double haben sie auch noch, denn sie stehen auch im Endspiel um die deutsche U19-Juniorenmeisterschaft. Und das steigt am 2. Juni in Asbach gegen Borussia Dortmund.